Hallo und herzlich willkommen hier am LS19 auf Nordfriesischen Marsch bei einer etwas anderen Runde Autodrive heute mal. Ja, ich möchte euch heute mal zeigen, wie man mit dem Autodrive Kurse Editor seine Kurse ebenfalls bearbeiten könnte oder kann. Und da schon haben wir ja folgende Situation. Wir sehen, die Treasure bleiben hier an der Tankstelle hängen, weil unser Kurs nicht ordentlich eingefahren ist. Der Glas, er kommt gerade noch so durch und der Fendt bleibt total hängen. So, wir könnten jetzt hergehen, könnten uns, wir sitzen ja hier im BKW, könnten jetzt sagen, wir löschen die einzelnen Wegpunkte, fahren die neu ein. Geht natürlich, alles kein Problem, kann man so machen. Aber bei Autodrive auf GitHub wird ja auch der Autodrive Kurseditor mitgeliefert. Mich hatten verschiedene Zuschauer angeschrieben. Er hat mich gefragt, ob ich die Kurse mit dem Kurseditor generiert habe. Ich sage, nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe das alles eingefahren. Und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und habe mich mal damit auseinandergesetzt. Und möchte euch heute mal zeigen, wie man auch den Kurseditor benutzen kann. Um eventuell, ich sag mal so Kleinigkeiten, bin ich so der Meinung, eventuell einen Kurs zu ändern. Eine ganze Strecke damit zu generieren, denke ich mal, ist nicht so optimal, sage ich mal so rum. Wer da ein bisschen Übung mit dem Einfahren hat, ich denke mal, der kommt so rum schneller zurecht. So, machen wir erstmal eins, machen wir hier erstmal ein LS zu. Wir speichern es mal vorsichtshalber, dass wir den Treasure nachher dort stehen haben. So, und wie gesagt, wenn wir auf GitHub sind, habe ich ja hier, wie schon im letzten Video schon mal erwähnt, könnte ich ja, wenn ich jetzt hier auf Clone or Download gehe, dass ich alles runterlade, habe ich ja hier oben einen Kurseditor. Ich habe hier unten im Release habe ich den aktuellsten Kurs. Und hier oben in den Ordner hätte ich sogar die Variante, die als letztes als Entwicklervariante hochgeladen wurde, also vor 17 Stunden. Bei der Variante, die jetzt hier drin ist, in diesem Ordner, die müsste ich aber neu zippen, können wir uns gleich angucken. Wird es ja so sein, dass selbst auch die Glass Treasure, die ja, ich sag mal, mit der 1065 nicht auf den Autodrive-Fahrer reagieren, jetzt auch funktionieren. Also wie gesagt, das müsstet ihr euch runterladen. Download-Link hatte ich beim letzten Video schon mit drin, kann ich ja auch noch mit reinmachen. Da können wir hier wieder zumachen und das ist ja die Datei, die wir uns dann runterladen. Das hier oben ist die unpackte Variante und wie gesagt, da haben wir den Autodrive Kurseditor in der FS19 Autodrive. Das ist das, was ich sagte, wo das ganze Autodrive ist, drin ist, die aktuelle Version, also die sozusagen noch nicht releasede Version. Das müsste ich jetzt alles nehmen, halt als ZIP packen, wie ich sonst bei Crossplay mache und mir dann halt entsprechend benennen, natürlich einen FS19 Autodrive und meinen Mod-Ordner tun. So, wir wollen uns aber heute mit dem Kurseditor beschäftigen. Und zwar, der Kurseditor sieht folgendermaßen aus. Ich habe einmal das Programm selbst. Also das Programm selbst ist aber auf, so geschrieben, dass ich auf meinen Rechner Java installiert haben muss, weil sonst funktioniert es nicht. So, wenn ich das einfach doppelt anklicke, öffnet sich dieses Fenster. Können wir ja ein Stück größer machen, dass wir alles sehen. Was muss ich machen? Sieht erstmal nicht unbedingt spektakulär aus. ist relativ schlicht gehalten, ist auch okay so. So, ich muss hier erstmal entscheiden, was möchte ich machen. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Ich bin der Meinung, wir machen das mal hier groß. Wir stellen erstmal ein, dass wir eine Vierfachkarte wollen. Das hier oben sieht man, ist jetzt das Blau unterlegt und laden unsere Konfiguration. Wir benutzen ja aktuell, das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber es ist so, das ist der Spielstand 3 bei mir. Da müsst ihr jetzt natürlich zu diesem Spielstand hin. Wo das bei jedem ist, sollte eigentlich jedem klar sein. Das also Dokumente, dann My Games, Farming Simulator 19 und wie gesagt, wir hatten den Spielstand 3. Und da drin ist die Autodrive NF Marsch 4-fach V1-0-config. Die öffnen wir. Das wird jetzt eine Weile brauchen. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Map dazu, dass wir was sehen.
Weiß nicht, ob es jetzt schon geht. Ne, geht noch nicht. Kann es noch nicht anklicken. Okay, er hat jetzt Profi-Effekt. Er hat jetzt automatisch die Map mitgeladen. Machen wir mal wieder größer. So, jetzt hat er sich geladen. Im Normalfall, wenn ihr erst die Config laden tut, müsstet ihr dann noch die Map laden. Kann sein, dass er jetzt die Map mitgeladen hat, aus dem einfachen Grund, weil ich die Map so benannt habe. Die Map ist, da können wir auch woanders gucken, in den Autodrive Kurseditor. Das Programm haben wir jetzt verwendet. Hier oben gibt es noch einen Ordner. Da drin ist ein Ordner mit Map Images. Da sind verschiedene Map Images werden mitgeliefert. Die 2.5 wird nicht mitgeliefert und die Vierfach wird auch nicht mitgeliefert. Es ist nur eins von der 1.4 drin. Unterscheidet sich auch nicht der 2.5. Diese PDA Map, die müsst ihr euch natürlich auch noch, wenn ihr es für die Vierfach machen wollt, erstellen. Dazu müsste man die Nordfriesische Marsch, den Mod, entpacken und dort in den Ordner Maps gibt es eine TTS-Datei. Die heißt da PDA-Map oder PDA-Map heißt die, glaube ich, ja. Die müsste natürlich noch umwandeln, sodass es eine PNG wird. Wer das nicht kann, ja, müsste sich ein bisschen bei Google vielleicht befragen. So, und die Map habe ich dann natürlich, oder die Map habe ich jetzt so genauso genannt wie mein Savegame, dass das zusammenpasst und damit erkennt er die wahrscheinlich schon beim Laden. Manchmal muss man die Map einzeln reinladen hier oben. Überload Map, manchmal nicht, manchmal erkennt er sie. Ja, und das ist natürlich jetzt hier das eingefahrene Streckennetz. Das sieht man schön, grün ist natürlich alles das, was in eine Richtung eingefahren ist. Und rot sind die Strecken, die in beide Richtungen gehen, was immer um die Felder eingefahren ist, was ich da gemacht habe. Wir befinden uns ja aktuell hier an der Aral-Tankstelle. Da ist ja unser Problem. Also mit dem Mausrad könnt ihr reinscrollen. Und dann habe ich natürlich meine jede Menge Wegpunkte. Ja, und die kann ich so ähnlich, wie es das in Cosplay gab, im 17er, gibt es ja auch im 19er wieder für Cosplay, so dass ich jetzt hier meine Kurse bearbeiten könnte. Bis hin, dass ich auch selbst neue Kurse erstellen könnte. Wie gesagt, man sieht jetzt schon die Map unten drunter, wenn man weit genug reinzoomt, das verpixelt ganz schön. Ich weiß nicht, ob das besser gehen würde. Aber ist nun mal halt so, man weiß ja, wo man ist. Nach der Aral-Tankstelle ist ja der Abladepunkt, das passt soweit. Und es ist ja praktisch diese Wegstrecke, die jetzt hier einfach nur zu nah an der Mauer lang führt und die müsste man halt ein Stück verschieben. Dazu klicken wir hier oben einfach auf Move Nodes, also wir wollen die Punkte bearbeiten. Die nehmen wir jetzt einfach, fassen die an und schieben die einfach ein Stück weiter hoch zur Straßenmitte, sodass wir von der Mauer ein Stück wegkommen. Wir könnten die natürlich zu weit wegschieben, aber da ein Gefühl ein bisschen gefragt. Für den hier, den können wir noch ein Stück mit höher nehmen. Wenn wir es zu weit zusammenschieben, geraten wir natürlich in Gegenverkehr. Wenn ich jetzt Situationen habe, wo einfach die Kurve mir nicht gefällt, dass ich ein, zwei Punkte ändere, kann ich alles sowas machen. Das funktioniert soweit. So, das hätten wir jetzt entsprechend geändert. Wenn wir jetzt nur das ändern wollten, müssten wir das Ganze natürlich speichern. Da fragt uns natürlich auch, wohin. Wir sind jetzt hier oben wieder im Savegame 3 und wir überschreiben das mal ganz einfach, damit wir das dann, wenn wir das Spiel laden, nochmal testen können, ob es funktioniert. So, und hier oben sind natürlich jetzt noch jede Menge Button, mit denen man auch einen Kurs erstellen könnte. Hier oben kann ich die Punkte verbinden. Ich kann einzelne Punkte löschen. Also ich muss immer den jeweiligen Button anschalten. Ne? Ich glaube, er speichert noch. Ich kann auch nichts machen. Es dauert auch eine ganze Weile. Ich hoffe mal, es dauert nicht so lange, wie es neu rechnen. Ja, tut sich noch nichts hier. Jetzt war er fertig mit Speichern.
So, wie gesagt, hier oben kann ich einstellen, was ich machen möchte. Dass, wenn ich was anderes benutzen will, muss ich das immer anklicken, erst oben. Connect ist ja klar, ich kann Punkte verbinden. Ich könnte jetzt einfach, macht keinen Sinn, was ich jetzt hier mache. Das ist ja bloß, um es zu zeigen. Ich würde den Punkt nehmen und sehe, dass ich jetzt eine Verbindung hier rüberziehen würde. Hätte jetzt eine grüne Verbindung, will ich natürlich wie hier rote Linie machen, muss ich die nochmal zurücknehmen und auf den drauf, und dann hätte ich eine rote Linie. Ich kann natürlich auch Verbindung löschen. Also klicke ich auch hier drüben drauf, ist der Punkt weg, ist die Verbindung natürlich gelöscht. Ich könnte dann natürlich einen neuen Punkt erstellen, den ich hier dazwischen brauche. Einfach mit der Maus hin, habe ich einen neuen Punkt. Würde dann einfach auf Punkte verbinden gehen und würde das Ganze wieder verbinden können. So könnte ich mir auch eine Strecke erstellen, beziehungsweise kann ich einzelne Ziele noch bearbeiten, wenn ich das möchte. Zum Beispiel hier Aral. Kriege ich das jetzt angeklickt? Glaube so. Halt, ich muss erst auf löschen will ich sie nicht und kreieren will ich sie auch nicht. Doch ich könnte es jetzt löschen. Wenn ich jetzt draufklicke, würde ich das Ziel löschen. Aber dazu muss ich den Namen anklicken. Genau, ich muss den Punkt anklicken. Jetzt wäre das Ziel verschwunden, wenn ich den Punkt anklicke. Und der Punkt ist uns erhalten geblieben. Oder ich könnte auch neue Ziele definieren. Also create, also neue Ziele erstellen. Wenn ich jetzt hier wieder denselben Punkt nehme, oder wir nehmen jetzt einfach mal, ist ja nur ein Testspielstand, wir nehmen einfach mal hier hinten den Punkt, oder, achso, ich will, na, müssten wir es ja nochmal speichern. Ja, können wir ruhig machen. Ich nehme einfach mal hier hinten den Punkt, dann zeigt er mir an, wie der Punkt heißt. Und den nennen wir jetzt einfach mal Test. Sehen wir schon, dass das so dasteht. Und dann müssen wir das Ganze natürlich nochmal speichern. Wir überschreiben natürlich nochmal unser Game oder unseren Safe Game 3 den Spielstand. Jetzt wird es natürlich wieder eine Weile dauern, bevor das alles gespeichert hat. Na, tut sich noch nichts. Will nicht mehr mitmachen. So, jetzt war fertig mit Speichern. Also Speichern dauert schon eine Weile. So, können wir hier mal zumachen. Und dann würde ich sagen, starten wir ganz einfach nochmal den Spielstand 3. Was ich bis jetzt noch nicht ausprobiert habe, das sehen wir aber gleich, ob wir jetzt nochmal neu rechnen müssen. Ich könnte es mir eigentlich vorstellen, dass es so ist. Das sollte eigentlich gleich geladen sein, aber ich glaube, es stehen noch zwei, drei Treasure mit Cosplay-Kost auf dem Feld, woanders. Da ist es fertig. So, unser Treasure klebt noch hier an der Wand. Dann gucken wir in unseren PKW. Wenn wir hier das Streckennetz anmachen, sehen wir jetzt schon, dass die Punkte wahrscheinlich ein Stück weiter drüben liegen wie vorhin. Und da vorne sehen wir auf alle Fälle das, was wir gemacht haben an unserer Araltankstelle, den Punkt, den wir umbenannt haben. Der heißt jetzt Test. Ist natürlich viel zu weit hinten, müsste natürlich hier vorne sein. Ja. Kann ich übrigens auch alles im Spiel machen, würde genauso gehen. Dass, wenn ich jetzt theoretisch war ja hier vorne unser Punkt Aral, ja, wenn wir den jetzt, wir sind mit unserem roten Zeiger drauf. Na gut, dann müsste ich sowieso neu rechnen, wenn ich das jetzt machen würde. Ne, machen wir mal nicht. Wir probieren mal, ob wir. Gut, wir müssten auf alle Fälle neu rechnen. Wir können kein Fahrzeug einstellen, weil wir was an der Datei geändert haben. Das Rechnen wird jetzt natürlich eine Weile dauern, wenn wir das machen würden. Wir könnten es machen und ich schneide es hinterher raus, so ungefähr. Ich glaube, ich habe eh 100 eingestellt. Mal sehen.
Oder ihr müsst euch so lange gedulden, bis es neu gerechnet hat. Selbst mit Wert 100 braucht es schon noch eine ganze Weile, bei mir jedenfalls. So, jetzt sind wir bei 98% angekommen. Haben wir es gleich geschafft, hier das Rechnen. Also bei mir ist es jetzt knapp 5 Minuten später sozusagen. Hätte ja gar nicht gewusst, was ich so lange erzählen soll sonst hier. Wenn wir uns nur die Zahl unten angucken, dass die weiter wird. Also 100% sind erreicht. Jetzt können wir natürlich, nachdem neu gerechnet ist, auch Fahrzeuge einstellen. Wird grün ist Ziel, also funktioniert. Und dann können wir noch eins machen, mal gucken, ob das jetzt hier mit unserer Treasure, ob wir unseren Weg weit genug nach links verlegt haben. Ob der jetzt hier ebenfalls rumkommt. Wir werden erstmal hier irgendwo wenden müssen. Denn mit Schneidwerk rückwärts fahren, das kriege ich super hin. Also so gut wie gar nicht. So, reicht eigentlich. So, dann können wir ihn hier einstellen, dass er... er soll natürlich nicht zum Bahnhof fahren, er soll natürlich zum Hof fahren. Den sollte dort hoffentlich vorbeikommen, wenn wir nichts verkehrt gemacht haben. Also das funktioniert schon mal. Ja, was man ebenfalls noch machen könnte, ich sag mal, man muss jetzt nicht zwingend über den Kurseditor jetzt hier Ziele ändern oder irgendwas. Man kann, glaube ich, auch, wenn man jetzt hier mit den roten Zeiger auf diesem Ziel drauf ist, das Ziel befindet sich ja auf dem Punkt, auf dem Wegpunkt, wo wir unten sind, und dann nochmal hier drauf geht, dann soll man das Ziel eigentlich auch, wenn wir jetzt hier hinschreiben würden, Aral. Ne, es bleibt bei Aral. Ich dachte, das kann man umbenennen. Dann funktioniert das doch nicht so. Ich dachte, ich kann das Ziel dann hier auch umbenennen. Ja gut, müsste man dann zweifelsüber die... Oder XML könnte man es noch machen, könnte man es umbenennen. Man kann jetzt einfach den Punkt auch rauslöschen. Das geht ja genauso. Wir stellen es mal ja genau auf den Punkt drauf. Ich würde jetzt hier sagen, ich lösche den Punkt. Brauche natürlich jetzt auch von hinten die Strecke, weil sonst geht es in die verkehrte Richtung. Und setze mir einfach hier einen neuen Punkt. Ich würde jetzt hier wieder hinschreiben können, Aral. Und verbinde einfach den Punkt nach vorn. So kann ich natürlich auch einen Punkt entfernen und löschen. Ich dachte aber eigentlich, dass wenn man mit dem Zeiger drauf ist und nochmal auf Ziel generieren geht, dass man den umbenennen kann. Dann habe ich das verkehrt so rausgelesen. So, natürlich müsste ich dann hier wieder verbinden. Das ist ja soweit alles klar. Und natürlich müsste ich jetzt wieder neu rechnen. Also das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Weil, wie gesagt, das ist eh bloß ein Testspielstand, um das auszuprobieren. Da soll es auch schon gewesen sein für heute. Oder für die Sache mit dem Cosplay, mit Cosplay sage ich schon, mit Autodrive Kurseditor. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Ich sage mal, theoretisch möchte ich mal behaupten, wenn ich jetzt hier diese Punkte, sieht man ja, was wir ja rausgeschoben haben, wenn ich die... gelöscht hätte jetzt hier im Spiel und neu eingefahren wäre, das Stück, die Strecke, ich wäre vielleicht schneller gewesen. Also bevor ich das alles lade und mir dann zusammensuche und ich weiß nicht, meine eine neue Strecke damit zu erstellen, einzelne Punkte zu setzen, gut, vielleicht hat auch der eine mehr Übung damit, dass das besser geht, dann das muss jeder für sich selber entscheiden. Das, wie gesagt, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.